Ich habe, das merken Sie ja auch, zwei verschiedene Stimmlagen, nenne ich das mal als Musiker so, in mir, neben vielen anderen, so wie Sie auch. Wir haben ja einen weltbekannten Philosophen in Deutschland, den Namen habe ich gerade nicht parat. Eins der besten Bücher, die ich überhaupt gelesen habe, also ein paar Seiten, war das Buch mit dem Titel Wie viele bin ich heute und warum bin ich wieder nicht dabei? bevor ich diese Nummer, möchte ich kurz noch sagen, dass ich, das merken Sie auch schon an meinem ganzen Habitus, ich habe ja das große Latinum aus dem Internet geladen und ich habe gefühlt bin ich eigentlich 82 und ich bin eigentlich immer positiv, meistens gelaunt, außer bei Einbrüchen und benutze aber auch Affirmationen. Kennen Sie ja alle, wenn man morgens vor dem Spiegel steht und sagt, so lange ich bin schön, bis es stimmt und bei mir ist das natürlich, ist da Hopfen und viele andere verloren und deshalb, ich habe eine andere Affirmation, meine lautet, jawohl, ich nehme die Depression an. Das nur so mal ansonsten wurde ich ja wunderbar schon vorgestellt teilweise, aber wenn ich, ich sage immer zu meiner Vergangenheit, das ist ein Werdegang. Lebenslauf wäre mir zu schnell. Und ich bin in ganz kleinen Kreisen auch bekannt geworden mit dem Seminar Theatralität und Kosmologie, urbane Raum- und Weltmodelle im spanischen Fronleichnamsspiel. Und da ich ja auch sehr viel von Werbung halte, kurz ein paar Sachen vielleicht auch aus dem Buch, das vorhin dort käuflich auf sich aufmerksam machte und das ja eigentlich, der Titel ist eigentlich ein bisschen falsch, der kommt auf Seite 3. Man muss ja manchmal so Zugeständnisse machen und auf der Seite 3 steht dann der von mir vorgesehene, ich will jetzt dem Verlag überhaupt nichts, aber der lautet eigentlich Welankolische Rhapsodie, die Notizen des Arsac, weil ich da eben halt, Arsac ist eine gezeichnete Figur eines französischen wunderbaren Science-Fiction-Zeichners und das ganze Buch ist mehr oder weniger zwar auch voller Clocksure-Aphorismen und ähnlichen Gedankenspielen zwischen Absurdität und Hugo Ball, aber ansonsten, ich bin halt, und das habe ich mir auch extra aufgeschrieben, weil ich das kaum selbst mir hätte einfallen lassen können heute, gerade um die frühe Uhrzeit. Gestern besuchte ich übrigens einen Vortrag eines englischen Philosophiekomödianten, der sich in diesem Zusammenhang der melancholischen Rhapsodie, das kann ich Ihnen nachher noch erklären, im kleinen Kreis unten in der nächsten Bude, der sich mit der Frage beschäftigte, hätte der Sündenfall vermieden werden können, wenn vor Ort Überwachungskameras angebracht wurden. Ja, also ich habe eine Nummer vorbereitet, die betrifft das, was heutzutage das Wichtigste überhaupt ist, sonst werden wir unsere Demokratie los, wenn wir nicht aufpassen, das ist der Algorithmus. So viel Zeit haben wir aber nicht. Ich mache mal ein paar beschwingte Sachen, die ich ja auch immer gut, also einigermaßen gut versuche. Hier zum Beispiel EU-Thema. Viele Kabarettisten gibt es ja heutzutage, die sagen nur EU und schon bricht der ganze Saal zusammen. Die Badewannen auf Kuhweiden werden von den Tieren zu selten benutzt.
Das ergab eine Statistik aus europaweit flächendeckenden Erhebungen der letzten 8 Jahre. Ab 2019 erlaubt deshalb, das ist jetzt bald, die EU dem Bauern die Eigennutzung. In Autobahnnähe oder andersartig einsehbaren Umgebungen werden in Deutschland für spanische Wände anfallende Kosten von den Ländern übernommen. Bei Kunst, die nur 2 Leute verstehen, besteht Erklärungsbedarf. Bei Erklärungen, die nur einer versteht, ist ein Anfang gemacht. Bei Anfängen, die keiner versteht, ist dann aber auch Schluss. Dann habe ich hier etwas, das wollte ich eigentlich nicht, weil es ist nicht so meine Art. Aber es ist auch nicht von oben herab gesagt. Es ist einfach nur eine Feststellung, weil das kennen Sie ja auch alle. Die Ansammlung erfolgloser Menschen nennt man Scheiterhaufen. Also wenn Sie mich privat kennen würden, dann wüssten Sie, dass ich das für die Menschheit peinlich finde, dass die Leute alle nur noch auf der Straße so gehen, aber mich fragt ja keiner. Da habe ich dann hier geschrieben, dem Mobiltelefon ist es zu verdanken, dass der auf den Bürgersteigen handylos, also ohne Handy, das vor sich hin sabbelnde Psychopath nicht sofort erkannt wird. Ja, und so weiter. Viele Antworten können mit ihren Fragen nichts anfangen.